Es ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal? Jeder von uns kennt diesen Spruch und hat ihn entweder gehört oder sogar selbst einmal gesagt. Was ist eigentlich normal? Darf man überhaupt noch normal sagen? Ich sage euch, wer nicht normal ist, das sind die Extremen und die Radikalen. Sei es Linksextreme, sei es Rechtsextreme. Extrem ist, wenn man seine Meinung über die der anderen stellt. Sich über die Regeln und Gesetze hinwegsetzt, so als würden sie für einen selbst nicht gelten. Es sind Klimakleber oder Linksradikale, genauso wie Rechtsradikale oder Identitäre. Es sind islamistische Hassprediger, genauso wie Vandalen oder sonstige Extremisten. Eines sage ich euch ganz klar, das Extreme ist der Feind des Normalen und vor allem eine Gefahr für die Gesellschaft. Und was ich auch nicht normal finde, ist, dass man dafür kritisiert wird, dass man sich für die Normalen, für die Vielen, für die Mehrheit einsetzt, für die, die sich an die Regeln halten. Für diejenigen, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen. Für diejenigen, die sich mit ihrer Familie etwas aufbauen wollen. Die sich gern mit Freunden treffen oder sich engagieren, indem sie Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen. Oder auch die, die sich ihrer Verpflichtung gegenüber der Schöpfung, unserer Natur und dem Klima bewusst sind, aber mit Fortschritt statt Verboten die Zukunft meistern. Seit meiner Rede Österreich 2030 werden wir dafür kritisiert, dass wir uns genau für diese Menschen einsetzen. Das finde ich nicht normal. Ich bleibe dabei. Ich will Politik für die vielen machen, ohne die wenigen dabei zu vergessen. Minderheitenschutz ist ganz wichtig. Es ist in Ordnung, dass wir Ausnahmen machen. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn Ausnahmen die Regel werden. Es ist in Ordnung, wenn sich jemand dazu entscheidet, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Aber es soll aufhören, dass man den Autofahrern ein schlechtes Gewissen macht, vor allem weil viele auf das Auto angewiesen sind. Meinungsfreiheit in Österreich ist ein hohes Gut. Und wir werden uns nicht von einigen wenigen die Worte einfach verbieten lassen. Als Bundeskanzler möchte ich die Menschen zusammenführen und nicht auseinandertreiben. Es ist meine Aufgabe, unsere gemeinsame Aufgabe, die Probleme der vielen zu lösen. Es ist Zeit, Politik für die vielen zu machen, ohne auf die wenigen zu vergessen. Dafür stehe ich als Bundeskanzler unseres Landes.